Ausbildung eines bewährten Rostes mit Hilfe von Porotherm DS Vario und Eckausbildung des Porotherm 44WI Plan. Bei einem monolithischen Mauerwerk aus Porotherm 44WI Plan müssen wir bei der Eckausbildung beachten, dass wir diese mit Bauseits geschnittenen Passstücken herstellen. Das geht in diesem Fall sogar ohne Verschnitt. Bei der ersten Schar folgt an der Ecke nach einem ungeschnittenen Ziegel ein Passstück mit Breite 6,5 cm. Um den Spalt an der Ecke zu vermeiden, entfernen wir bei einem Ganzstein die Nut und mauern diesen stumpf an den Eckstein ein. Bei der zweiten Schar besteht die Ecke aus einem Passstück mit Breite 18,5 cm und einem direkt darauf folgenden Passstück mit Breite 12,5 cm, Halbstein. Um auch hier den Spalt an der Ecke zu vermeiden, entfernen wir abermals bei einem Ganzstein die Nut und mauern diesen stumpf an den Eckstein an. Variante 1 ist die Ausbildung mit Hilfe eines Stumpfstoßes. Hierfür entfernen wir die Dämmung von einer Dämmschalung auf den ersten 6 cm, um eine durchgängige Ziegelschale zu erhalten. Und Variante 2 ist die Ausführung mit einem Gärungsschnitt. Hierfür schneiden wir die beiden Eckelemente im 45-Grad-Winkel zu. Den Porotherm DS Vario können wir mit Porotherm Dryfix Extrakleber oder Porotherm Dünnbettmörtel verkleben. In beiden Fällen muss das Mauerwerk und die Dämmschalung vorgenässt werden. Wir verwenden hier den Porotherm Dryfix Extra. Diesen bringen wir sowohl an der Lager- als auch an der Stoßfuge auf und versetzen anschließend den Ziegel. Die Porotherm DS Vario versetzen wir dabei abwechselnd an der Mauerwerksinnen- und Mauerwerksaußenkante. Als Lagesicherung setzen wir Montagebügel, um die Porotherm DS Vario während des Aushärtens des Klebers zu stabilisieren. Wir verwenden dabei zwei Stück für jeden laufenden Meter. Vor dem Einlegen der Bewährung können wir die Haltebügel wieder entfernen. Im nächsten Schritt legen wir die Bewährung ein. Im Anschluss daran setzen wir die Schalungsanker, um ein sicheres Betonieren zu gewährleisten. Vor dem Einbringen des Betons nässen wir die Ziegel vor.